So, willkommen zurück. Ark. Mittlerweile ja Extinction. Es muss hier in der Nähe theoretisch sogar Kristalldeposits geben. Habe ich doch, glaube ich, sogar schon eins gefunden beim letzten Mal. City Terminals muss es hier irgendwie geben. Mehr Dinger auf jeden Fall auch. Mehr Notizen. Und den habe ich mir gerade gelegt, Level 90, weil er besser ist als nichts. Weiblicher Parasaurier. Mittlerweile hat er auch Hunger. Soll ein paar Meobären kriegen, ne? Viel Spaß, fress dich satt. Na, jetzt denn? Jawohl. 44 Level kriegt sie. Ja, ist nicht der Brüller, aber okay. Schauen wir mal. Fress mal schön. Ich glaube, ich brauche dir nicht mal was nachdrücken. Das habe ich übrigens auch. Meine Narkotics habe ich auch. Was ich nicht habe, ist mein Wasser. Also alle Mod-Gegenstände, außer die Rüstung, die ich anhatte, habe ich nicht mehr. Und meine Waffen waren ja auch vermoddet. Die waren ja verbessert. Ja, und deswegen leider verloren. Eselin Ext. Na, wegen Extinction. Dankeschön. Los geht's. So, und dann kannst du erstmal ein paar Beeren kriegen und bist mein Lastesel einfach mal wegen. Passt schon. Ich wünsche dir viel Spaß. Ja, und vielleicht auch mein Fleischtransporter, aber der vergammelt es ja weniger schnell. Prima Sache, würde ich sagen. So, du kriegst ein bisschen Lebensenergie. Ein bisschen, ne? Ja, ein bisschen Gewicht wäre auch gut. Weiter geht's. Naja, und dann levelst du sowieso. Folg mir erstmal, okay. Das ist nicht jetzt die ganz dumme Idee. Wenn ich jetzt wüsste, in welche Richtung laufe ich denn? Ah ja. Ich glaube, in die Richtung gab es noch was zu sehen. Das ist auch Kristalldeposits. Könnte aber auch oben sein, die Kristalldeposits. Ich schau mal. Ich höre einen Dodo. Was macht er denn? Level 10. Ja, gut, Level 10. Danke fürs Gespräch. Nicht so wirklich. Was bist denn du? Level 40. Ja, gut, es ist nicht schlecht, aber ist auch nicht toll. Und du bist ein Tote des Defensive Unit, was auch immer du bist oder warst oder sein sollst. Da kommt mein Para an. Ist das hier so ein City Terminal oder was? Da sind auf jeden Fall ein paar Tote. Da könnte es sein, ne? Das sieht irgendwie so aus. Ich meine, ich weiß nicht, ob das einen Sinn hat, aber es ist halt da. Oh, was ist da unten los? Ich gucke mich mal hier ein bisschen um. Wird schon schief gehen, ne? Wir werden schon aufs Maul kriegen. Das ist ein, da ist ein Terminal, oder? Oder die nächste Notiz, was bist denn du, levelmäßig? Ja, 20, danke. Mit 120 würde ich dich ja nehmen. Aber 20, da ist Metall. Ja, aber schlecht. Außerdem ist das Wichtigste jetzt eigentlich erstmal tatsächlich, wieso rennst du eigentlich? Vor was rennst denn du weg? Vor dem Wächter, der hier alles tötet. Keratin. Dankeschön. Kann ich doch gebrauchen. Ach du Scheiße, da ist was Orange-Rotes aufgeladen. Ist es ein Alpha? Wir gehen jetzt erstmal hier hin. Was ist das jetzt? Das ist tatsächlich irgendwie so ein City-Terminal. Wozu soll das gut sein? Was kann ich denn da machen? Ach! Da kann ich mir aus Element hergestellten Element-Dust machen, wofür auch immer. Oder ich kann mir eben das Zeug herstellen, tatsächlich aus Metall. Kann mir so einen Aufklärer als Waffe bauen. Das ist ja klar. Oder das ist ein Enforcer-Bausatz. Ja, das sind die Roboter. Okay, cool. Crafted Element Dust aus Elementarsplitter oder aus Element selber. Je nachdem, wie viel das dann wird. Ich kann sogar Sachen herunterladen. Ich sehe nämlich gerade, hier sind. Jawoll! Naja, dann würde ich sagen, los geht's, oder? Wir holen uns die hier. Muss ich mir die irgendwie runterladen oder kann ich mir die einfach so ziehen? Kann ich mir einfach so ziehen? Ist das geil oder ist das geil? Die Waffe nehme ich mir natürlich auch. Die Wasserkanister nehme ich mir. Diese überragende Dingsbums nehme ich mir. Das Teil nehme ich mir. Taucheranzug weiß ich nicht, ob ich das wirklich brauche. Die Steampunk Boots, die ganze Steampunk-Ausrüstung nehme ich mal mit, die hier noch in Ordnung ist. Die andere war nicht so gut.
Munition habe ich eigentlich erstmal genug. Also da komme ich über dieses City Terminal ran. Das ist ja geil. Das Munition nehme ich gleich mal mit ein bisschen. Ist jetzt nicht viel, was da oben ist, aber ist okay. Mein Gott, habe ich einen Parasaurier-Sattel? Nee. Animal-Medizin hätte ich. Ja, komm, dann nimm die auch mal. Ist wahrscheinlich vergammelt, weil ich zu lange in Aberration rumgegammelt habe. Dann hätte ich ja noch ein Scharfschützengewehr, eine Kettensäge, aber habe keinen Sprit dafür. Bessere Hatchets, klar. Noch mehr Narkosemittel kann ich ja notfalls meinem Viech geben. Ein paar Stimulantien, warum denn nicht? Ja, die Raketen für den Raketenwerfer, das dann noch gleich. Ja, weißt du was, dann gibt mir doch gleich noch die Enhanced, die Massive, brauche ich ja nicht so viel. Das Verbesserte, nützt mir das was? Das Verbesserte, es hält sich wahrscheinlich länger, ne? Ja, auch viel länger, also gib mir das. Ja, und ich glaube, also wie gesagt, nein, das Atemgerät, das kann ich mir wiederholen. Ja, dann komm mal her, Eselin, du hast einen Job. Und dann kann ich dir sogar jetzt noch die Animal-Medizin reindrücken. Ist das was oder ist das nichts? Viel Spaß damit, Baby. Oh. Hey! Gebt dir gleich Gas. Du sollst nicht mein Viech töten, du Arschloch. Jetzt ist aber Ruhe. Ihr Mistviecher. Jetzt töten die mein Viecher. Ist verboten. Okay, ich habe gedacht, die töten nur Wilde, aber die töten alle Saurier. Also mich an sich nicht. Die gehen auf die Dinos los, aber das ist ja trotzdem scheiße. Das gefällt mir nicht. Das wollen wir dann doch mal vermeiden. Ich habe hier irgendwo. Hier. Zack. Das gibt mir auch dir. Du hast genug Tragekapazität. Das passt. Du kriegst auch ein bisschen einen Schaden. Bewegungsgeschwindigkeit brauchst du definitiv nicht. Die hast du anscheinend eh gekriegt. Ein bisschen Ausdauer, warum nicht? So, jetzt habe ich ja tatsächlich so Altmetall und so ein Zeug rausgeholt. Daraus kann ich mir, glaube ich, sogar das andere Zeug jetzt herstellen. Aber eben, oh, sogar Öl. Du gibst mir gleich mal die da. Danke. Welche Munition ist da denn jetzt automatisch drin? Enhanced Narcotic. Oh, passt wunderbar. Warum ich jetzt die scheiße Lampen mitgenommen habe oder noch habe, weiß ich nicht. Brauche ich nicht. Mittlerweile bin ich auch wieder geheilt. Ja, meine Russi ist ganz schön im Arsch gewesen, die andere, die ich dabei hatte. Habe ich die jetzt überhaupt noch? Ja, da ist es. Genau, die Handschuhe hat er total demoliert. Warum meine ich ausgerechnet die Handschuhe? Ich denke eher, das waren die Tentakel. Er selber ja nicht. Er hat ja keinen Angriff in dem Sinn. Es sind ja seine Tentakel. Oh, das Scharfschützengewehr ist ganz schön im Sack schon. Dann erstmal hier ändern, und zwar die richtigen Waffen rein, die Metall. Haben wir mehr davon. Aufmunitioniert sind die auch gleich, die Waffen. Das ist schön. Haben kein Visier drauf. Das ist nicht so schön. Auch ohne Visier. Schlecht. Da müssen wir wahrscheinlich was dran ändern. So, okay, haben wir das geklärt. City Terminal. Na, von mir aus. Ich suche aber eigentlich jetzt irgendwie tatsächlich Kristall. Wir gucken mal. Weil dann könnte ich ja mal das blöde Ding machen. Wobei, das habe ich doch sowieso, oder? Moment, ich hatte doch. Ich habe mir die doch genommen, gerade die Lampe, oder? Lampe, sage ich die. Da ist es doch. Verbrauchen. So, schon sehen wir was. Was bist denn du hier? Ach so, das ist der Quatsch, das kann es ja eigentlich nicht sein. Das ist ein Enforcer, oder? Das sind mehrere Enforcer. Tameable durch K.O., wie geil ist das denn? Und was soll ich dem bitte geben? Ach, tatsächlich einfach Fleisch. Am besten Fleisch. Ich habe aber kein rohes Fleisch mehr, glaube ich. Mein Ofen habe ich jetzt eh verloren, vergessen. Was ist denn hier passiert? Was wurde denn hier geschlachtet? Was warst du denn? Ach, ein Dreieck. Gib mir mal dein Keratin. Dankeschön. Ja, du warst ein Dodo, okay. Armes Ding. Wo ist denn hier Kristall? Angeblich gibt es hier Kristall.
Da geht's rauf. Es ist schon lustig irgendwie, ne? Eine lustige Karte. So halb technisch, halb Natur. Bisschen schwierig von deiner Navigation her, aber boah. Mal gucken. Ist ein Pflanzifressi und da scheint es aber ins kalte Biom oder so zu gehen. Da ist ein Tapejara. Ich habe ja noch keinen Flieger, es wäre also durchaus eine Idee. Ja, mach mal keinen Stress, du komisches Ding. Jetzt gucken wir erstmal nach Ressourcen. Ob man hier was bauen kann, das hilft ja alles nichts. Wenn ich die Mistviecher angreife, muss ich ein paar von den Mistviechern kaputt machen. So, Keratin kann ich gut gebrauchen. Ich habe die Kammer aber gar nicht verschwindet. Kann ich die auch irgendwie. Ach ja, natürlich kann ich die abbauen. Da war zwar nichts drin, aber abbauen kann ich sie ja trotzdem. Tja. Da hinten ist ein Kano. Eigentlich suche ich aber Kristall. Bisschen was, damit ich was bauen kann. Bisschen Metall wäre auch gut. Metall hätte ich ja notfalls sogar gehabt. Hier gibt es Kaktussen. Ach nee, Agavengewächs. Oh, das ist abgeschirmt hier oben. Da ist ein Harsh Condition Causing Increased Food Consumption. Aha. Führt mich jetzt nicht so viel weiter. Mir ist heiß, okay. Jetzt wird er normal heiß. Stimmt doch gar nicht. Jetzt ist mir heiß. Ja, okay. Vorher war mir nicht heiß. Du solltest mal neutral werden von deinem Verhalten her. Du darfst dich verteidigen. Verteidigst dich nicht, oder was? Du darfst dich verteidigen, habe ich dir gerade gesagt, ne? Ah, hat er gemacht. Und der Enforcer? Ach, der Enforcer greift nicht an, oder was? Ja, wenn, wäre auch selber schuld. Er ist jetzt heiß, ach so, er hat gebrüllt. Ja. Meine ist er den Titanum immer gekillt, tatsächlich, ja. Ja, warum denn nicht? Mach was an deinem Gewicht. Ich brauche dich einfach als Eselin. So, dann gucken wir weiter. Wie gesagt, ich brauche erstmal eigentlich ein bisschen Material. Ich muss mal schauen. Die ersten Folgen wird jetzt nicht viel passieren, denke ich mal. Gut, ich meine, ich habe. Was heißt nicht viel passieren? Ich habe jetzt schon mal so ein City Terminal gefunden, habe mich ausgerüstet. Konnte auf mein Zeug zugreifen. Habe eine Eselin gefunden. Ja, gar nicht so schlecht. Ist doch gar nicht so wenig passiert eigentlich, ne? Wenn man es mal ganz genau nimmt. Alter. Wurdest du wieder angegriffen? Weißt ja, du darfst dich verteidigen, Baby. So. Sonst schauen wir mal. Also das hier in der Mitte muss dieses Sanctuary sein oder sowas. Oder so. Ist das Sanctuary oder Sanatorium? Irgendwie so ist es. Ich weiß es nicht mehr. Sieht ja schon heiß aus, ne? Da unten ist Wasser. Geh ein bisschen weit runter, nicht springen, besser. Oh, was ist das denn? Ist ja heiß, ich kann da durchgucken. Schon lustig. Nichtsdestotrotz suche ich dann wieder einen Weg nach unten. Notfalls muss ich den krassen Weg nehmen. Hallo. Also im City Terminal kann ich tatsächlich dann wahrscheinlich auch Sachen. Die kann ich wie einen Obelisken benutzen. Okay, warum nicht? Nützt mir jetzt aber in dem Sinn nicht so viel, weil ich gerne ja Material finden würde, was mir was nützt, ne? Ach du Scheiße, es geht weit runter. Ich bin doch ganz schön ein Stück raufgelaufen, ne?
Entweder schlafen die alle oder sind tot. Wir sind tot. Nee, nur, hä? Sind die jetzt tot oder nicht? Ja, null von Hells. Die sind kaputt. Ach ja, deswegen leuchten sie ja auch nicht mehr. Muss die Karte noch ein bisschen kennenlernen, es tut mir leid, ich verstehe die noch nicht so ganz. Lustig ist aber kapieren tue ich sie noch nicht. Hier kommen wir nicht runter. Dann geht es ganz hoch noch anscheinend sogar. Wenn wir das rausfinden, wo das ist. Sag mal, ist das eine Tür? Kommt man da rein? Augenscheinlich nicht. Zumindest nicht einfach so. Ich habe aber schon ein paar Mal irgendwelche komischen Geräusche gehört. Wie von einem Helikopter oder irgendwas Mechanisches. Vielleicht geht es doch ab und zu auf. Wow. Wie komme ich jetzt hier runter? Bin ich jetzt doof? Wie bin ich denn hier raufgekommen? Ah. Dann von da hinten dann wieder runterarbeiten, okay. Ja, also wie gesagt, da müsste eigentlich irgendwo Metall oder Kristall sein. Ich finde nichts. Kann aber auch an meiner Blödheit liegen. Achtung, aufpassen. Wir müssen wahrscheinlich echt erstmal da zurück und dann da über den Rand wieder runter. Ja, ist irgendwie schon komische Karte. Kommst du mit? Ist gut. Bäume gibt es da, ja. Ganz schön grün. Wie gesagt, komplett ins Schneebiom muss, glaube ich, nicht sein. Oh, nice. Was ist das denn? Das ist kein Ding, das ist was anderes. Das ist kein Kanu. Das Ding ist ein Kanu. Aber was ist das andere da? Hast du getötet, gut. Komm mit. Ja, jetzt müsste ich verstehen, wo es hier was gibt, ne? Das wäre schon nicht schlecht. Schon wieder Ameisen. Fallen gelassen von Chidi, was? Ich habe einen Aufklärer fallen gelassen. Wie, jetzt habe ich so einen Aufklärer-Bausatz jetzt mir gerade geholt, oder was? Wenn das geil ist. Wenn das jetzt geschafft. Und das ist für eine Aktion. Moment. Kann ich mir diesen Aufklärer jetzt herstellen? Nee, ist aber das Altmetall. Ah! Doch, ist kaputt. Ich müsste halt Tech-Replikator, sonst kann ich hier gar nichts mitmachen. Elementstaub und so weiter hätte ich alles schon genug. Das kriege ich durch die ganzen komischen Enforcer-Freaks. Aber den Rest habe ich noch nicht. Ja, du bist einfach mein Esel. Du musst Gewicht kriegen. Komische Aktionen hier. Ich verstehe immer noch nicht, wo es hier vielleicht Kristall geben soll. Es soll ja angeblich Kristall geben. Schon wieder. Hä? Was hat mir jetzt wehgetan, bitte? Ach, schrei halt nicht rum, du komisches Tier, Mann.
Sabertooth, aber es gibt auch Wasser hier. Ich könnte also meine Flaschen füllen, das wäre schon mal gut. Dann brauche ich nicht ständig zum Wasser gehen, wenn ich was trinken will. Es sei denn, die Flaschen entleeren sich hier, aber ich glaube, das war nur ein Problem in der Wüste. Wenn doch, Pech. Weil eigentlich dürfen die nicht leer werden. Das ist ja die Feldflasche. Die ist ja eigentlich gut, die kann man zumachen. Ich habe immer noch viel zu viel. Sag, was machst du eigentlich? Du bist komisch, weißt du das? So, ich würde dir jetzt gerne ein bisschen was geben, weil tatsächlich im Moment das Scharfschütze brauche ich nicht. Du kannst also auch die Munition dafür haben. Wiegt ja doch alles was. Raketen, die wiegen vor allem was. Den Raketenwerfer kannst du ja auch haben. Schon geht es noch besser. Ansonsten hier halt 108, ne? Das Altmetall und alles, sehr klar. Aber gut, hier geht es ja noch ganz gut. Das passt schon. So, weiter. Ich suche eigentlich vor allem mal Kristalle und so. Ah, ich glaube, ich sehe da Kristalle. Und ich denke nämlich, ich habe auch schon welche gesehen gehabt schon mal. Nur das Problem war, ich konnte es nicht abbauen, weil ich kein vernünftiges Werkzeug hatte. Was ist denn jetzt? Ach, kommt da echt ein Piranha an? Du bist ja witzig. Was denn jetzt noch? Aufklärer. Und, was willst du jetzt von mir? Was ist jetzt los mit dir, du Aufklärer? Jetzt nichts mehr, hä? Scheißerchen. Aha, und die kann ich dann herstellen anscheinend. So, ist das jetzt Kristall hier oder was ist das? Da ist auf jeden Fall eine Titan- und Myrma drin. Ja, aber für die brauche ich ja wohl keinen Schrot verbläuen. Da wäre ein bisschen schmarnig. Ja, Kristall und seltene Pilze. Da war jetzt gerade doch schon wieder eine zu sehen. Also diese Aufklärer gehen einem tierisch auf den Sack. Aber eigentlich nur, weil sie eben hier rumschwirren. Ich glaube, ansonsten haben die kein Problem, kein besonderes Problem. City Terminal, okay, cool. Da kann man also alles Mögliche runterladen. Hier muss eigentlich auch irgendwo noch jede Menge Notizen sein, nur ich habe es wahrscheinlich verpeilt, die zu finden. Ja, jetzt nehmen wir noch das Viech da auseinander, weil das bringt uns Metall und dann müssen wir uns langsam mal anfangen, irgendwie was herzustellen. Wir bräuchten ja eigentlich so mal reguläres Metall. Habe ich auch gerade eben schon gesehen, ne? Habe ich auch wieder vergessen, wo das war. Weil wenn ich mich nicht bewegen kann, weil ich zu voll bin, dann ist es zu spät. Wenn ich Metall und Steine was habe, dann kann ich vielleicht. Komm, geh kaputt, du Ding. Was kostet denn die Schmelze? Die kostet doch gar kein Metall, ich bin doch blöd. Nehmen wir die S Plus, ne? Klar. Könnte man machen. Na, stellen wir mal zwei Stück davon her. Wenn wir uns das leisten können. So. Dann fangen wir doch einfach mal hier irgendwo an, mal was aufzustellen. Das ist jetzt wurscht, ob wir hier bleiben. Ja, das war der Wartende, aber da muss noch viel mehr von den Notizen geben. Ja, bin ich wieder immer zu blind dazu. Ich muss mich mal mit den genauen Koordinaten dann befassen. Und dann suche ich mal den ganzen Scheiß. Hat man ja schon mal gesagt. Fangen wir mal an wieder auf die Island. Das machen wir alles mal. Ach shit, das geht ja nicht. Ich brauche erstmal Stein. Jetzt bin ich ja noch überladen. Ich muss ja erstmal. Alter, ist das viel Scheiß. Ach, die kosten ja nichts. Damage 100%, die sind im Arsch, aber man kann die reparieren. Ah ja. Ja gut, warum? Ach, 60 Kristall kostet ja Geld. Geld? Es wiegt was, mein Gott, darum geht's mir. Es wiegt was. Du bist vielleicht ein Nasenbärmatze. So, Stein habe ich, okay. Dann brauche ich noch Holz. Den großen Baum da zu töten ist ja fast zu schade, aber okay.
Warte mal, ist das nicht auch Holz hier? Nee. Ach, das sind die Wurzeln von dem, oder was? Kann man die überhaupt töten? Oder abholzen? Ja. Naja, hat sich ja jetzt nicht so unbedingt gelohnt. 800 Holz bloß. Nö, das waren aber nicht die Wurzeln. Komisch. Wer hat mich jetzt hier reingebackt? Komme ich jetzt hier wieder raus auch? Oder eher nicht? Cool. Ja, okay. Jetzt. Mit Schwierigkeiten. Du kommst da wieder an. Ja, du kommst da wieder an. Sag mal. Oioioi. Okay. Ich brauche ja ein Fundament für die Scheißschmelze. Da war ja was. Also S plus. Nee, S plus bitte. So. Haben wir gesagt, stellen wir uns hier irgendwo hin. Mal gucken, wo ist denn was Tolles? Alter, was ist das für Holz hier, ey? Oh, Viech, jetzt gehst du mir noch im Sack. Na, wird's denn bald? Oh, lauf zu. So, und du schaffst es auch heute noch, oder was? Irgendwie. Ah, sieht so aus, okay. Komm mit. So, was haben wir denn hier unten? Oh, süß. Was ist das denn? Zersplitterter grüner Edelstein. Was will ich denn damit? Hä? Was will ich denn damit, bitte? Ich brauche doch keine grünen Edelsteine jetzt. Zersplitterter grüner Edelstein. Warum soll das zersplittert sein? Den kann ich dann ganz machen oder was? Aber wozu? Ja, warte mal, wir nehmen es mal mit für. Wir können es ja vielleicht verarbeiten in den Maschinen dann. 5 Stück, ja, okay. So. Da ist so ein City Terminal. Stellen wir uns doch mal in die Nähe. Wahrscheinlich dürfen wir nicht genau in der Nähe bauen. Müssen wir mal gucken. Ob das generell hier vielleicht verboten ist. Das kann auch sein. Ja, hier können wir platzieren, so ein Fundament. Okay. Was war das jetzt für eine Aktion? Wer wollte mich jetzt anschreien? Welcher Idiot? Komisch. Okay, also wir haben eine Schmelze, wir haben ein Viech, wir haben einiges an Metall. Wir können also verarbeiten und dann können wir mal weitersehen. Und genau dasselbe würde ich sagen, mache ich jetzt noch ein paar Mal weiter. Ein paar Mal wahrscheinlich auch mehr, indem ich mir das über die Konsole wieder eingebe. Ein bisschen was werde ich grinden, aber die ganze Zeit, ne, ich glaube nicht. Ich sage hier an der Stelle mal vielen Dank fürs Zuschauen. Jetzt müssen wir zusehen, dass wir uns wieder irgendwie eine Basis aufrüsten, aber die würde ich Steampunk machen. Und nicht hier, sondern mal gucken, wo wir hingehen. Da überlege ich mir was, wo ich mich gern sehe. So, ich glaube, man kann hier das Altmetall irgendwie schmelzen. Genau, man kann Barren aus Altmetall machen. Sehr ähnlich zu herkömmlichen Metallbarren, genau. Kann man eigentlich ganz genauso verwenden. Cool, warum nicht? Also bis dann. Ach, meine Fresse. Holz, das wiegt natürlich auch was. Ich habe ganz schön Überladung, ey. Mal gucken, dass ich jetzt loswerde, diese Überladung. So. Ja, Metall. Achso, ja. Ich habe den anderen Ofen genutzt, ja. Haha. Gerne Bewertung da lassen und dann sehen wir uns. Macht er automatisch. Gut. Alles wird gut. Kleine Scheiße.